Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie sich hier so zahllos versammelt haben. Wir wollen heute lesen aus dem Buch Michael, erstes Kapitel. Und ich hoffe, dass Sie, die Freunde und Mitglieder des Vereins für gnostisch-mystizistische Klassizismusforschung, dass Sie an diesem neuen und doch sehr aufschlussreichen und vielgestaltigen Offenbarungstext Ihre helle Freude haben. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Noch ein Glas Wein? Ich hoffe, Sie sind alle mit Getränken versorgt. Ich hätte gern Wein. Ein lieblichen Menschen. Dankeschön. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie bereit sind, Ihre Aufmerksamkeit auf den folgenden Text zu richten, der uns durch unser Vereinsmitglied Geronimo offenbart wurde und auch von Geronimo, also von mir persönlich, gelesen wird. So. Also, die Menschwerdung des Rausches. Entschuldigung. Peinlich. Die Menschwerdung des Rauches. Am Ende war der Rauch, und der Rauch war durch das Feuer, und das Feuer war Rauch. Alle Brösel gehen in Rauch auf, und ohne Rauch ist kein Turn. Und der Rauch steht in der Sonne, doch die Sonne hat's nicht begriffen. Es war ein Mensch vom Feuer gesandt, der hieß Michael. Er kam als Zeuge, um für den Rauch Zeugnis abzulegen, damit alle durch ihn zum Rauchen kommen sollen. Er war nicht der Rauch, sondern er sollte Zeuge sein für den Rauch. Das war aber der wahre Rauch, der alle Menschen benebelt, die in den Himmel wollen. Er war im Himmel und der Himmel ist durch ihn gemacht, aber der Himmel erkannte ihn nicht. Allen aber, die ihn aufnahmen und in seinem Namen rauchten, denen gab er Macht, Kinder des Feuers zu werden, die nicht aus dem Schnaps und nicht durch die Spritze des Fixers oder den Bizeps des Mannes, nein, sondern durch das Feuer geboren sind. Und der Rauch wurde Mensch und wohnte. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, der von der Mutter kommt, voller Tiefe und Reinheit. Michael legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, vor mir wird der kommen, der mehr raucht als ich, denn er wird nach mir weniger rauchen. Und in seiner Armut haben wir ihm alle gegeben, Brösel auf Brösel. Denn das Gesetz ist durch die Regierung gegeben, die Tiefe und Reinheit ist durch Geronimo gekommen. Alle haben das Feuer irgendwann gesehen. Der einzige Sohn, der das Feuer ist und der im Schoß der Mutter sitzt, der hat es uns verkündet. Meine Damen und Herren, das war das erste Kapitel des Buches Michael. Sie haben eine Gelegenheit, Fragen zu stellen, falls Sie etwas auf dem Herzen haben. Nur zu, ich bitte doch. Ich hätte gerne eine Frage. Ja? Ich möchte gerne fragen, inwiefern hat das eben Vorgetragene eine gewisse Wirkung auf das aktuelle, reelle Leben? Nun ja, die Wirkung wird nicht unmittelbarer Natur sein. Bei gnostischen Offenbarungstexten, die ja durch den Heiligen Geist gegeben werden
und in gewisser Hinsicht durch die Persönlichkeit reflektiert, moduliert, frequentiert und rekognosziert wird. Also mit anderen Worten, in eine fassbare Form gebracht wird, was als geistige Offenbarung heruntersteigt. Kann jetzt abhängig von der Stärke der Offenbarung und von der Wichtigkeit des Themas eine gewisse Wirkung entfalten. Und die Wirkung ist temporär bedingt. Und je nach Kraft und Stärke und auch Wahrheitsgehalt der Offenbarung, wobei ich hier auf das Thema Wahrheit gar nicht im Moment näher eingehen möchte, weil es sicher sehr erschöpfend ist, kann eine Offenbarung, die verbreitet wird, doch gewisse Folgen haben, möglicherweise erst nach längerer Zeit. Ich danke Ihnen für diese Antwort. Es bleibt dennoch eine Frage offen. Ja, gerne. Und zwar folgende Frage: Wie kann ich diese Theorie, ohne wie Nietzsche in den Wahnsinn zu verfallen, lebendig und praxisnah in die Tat umsetzen? Nun, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können sie einfach leben, wie ein Tantriker etwa im Buddhismus seinen Tantra lebt. Sie können es einfach sein. Es kann aus ihnen entspringen, es ist ein Quell, der ihnen ist, und sie tun einfach das, was ihnen vorgegeben ist. Aber hilfreich, wenn man in die gnostische Offenbarung geht, was ja ein sehr heikles Thema ist und sehr unterschiedlich aufgefasst wird, in der Wissenschaft, in der Theologie, wie in der Medizin, von der Psychologie ganz zu schweigen, hinein bis zur Ethnologie und historischen Gesichtspunkten, Fächern, Fachbereichen. Also entschuldigen Sie, was hatten Sie noch gefragt? Inwiefern kann das, was Sie mir vorgetragen haben, was du mir gerade eben vorgetragen hast, inwiefern kann das, also ich sage jetzt mal ganz flach, mein Leben beeinflussen? Genau. Jetzt habe ich den Faden wieder, entschuldigen Sie. Wenn man so vielen Sachen beschäftigt, dann verliert man leicht mal die Übersicht, ich bitte um das zu entschuldigen. Also, man kann es leben wie ein Tantriker oder man kann sich ein System basteln. Das wäre Möglichkeiten, die mir spontan dazu einfallen würden. Ein Glaubenssystem. Entweder kann man ein herkömmliches, tradiertes System übernehmen, sich einfügen, Diener sein, seine Offenbarung in ein herkömmliches System einfügen, oder man kann sich heute im Zuge der weltweiten Globalisierung mal dann ist halt alles möglich. Und verschiedene Einflüsse von allen Kulturen, aus allen Zeiten, viel Wissen verfügbar. Naja, aber solches Offenbarungswissen besitzt natürlich einen besonderen Stellenwert, da es der gegenwärtigen Zeitströmung doch konträr gegenübersteht und entsprechend nicht aufgefangen werden kann, sondern vielleicht in Zirkeln oder in gewissen Kreisen dann halt zu Missbrauch bis hin zu, wie soll ich sagen, na, man kennt das ja eben mit solchen Vereinigungen, die dann halt wirklich nur auf, Macht er halt strukturiert sind. Nicht wahr? Es gibt Schwamm. Gut, ich hoffe, meine Erläuterungen haben Sie ein klein wenig weitergebracht. Hätten Sie ein abschließendes Resümee anzubieten? Wollen wir einfach mal im Text fortfahren, würde ich sagen. Okay. Lassen wir uns überraschen, was im Weiteren dieser Offenbarung passiert. Und lesen jetzt das Kapitel Das Zeugnis des Kiffers über sich selbst.
Zeugen, es gab Michael ab, als das Arbeitsamt einen Briefträger mit einer Vorladung sandte und ihn fragte, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte und sagte, ich bin nicht der Turm. Ich bin nicht der Turm. Und sie fragten, wer denn, bist du Brösel? Er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Sauger? Und er antwortete, nein. Da fragten sie ihn, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben können, wie das Arbeitslosengeld zahlen. Was sagst du selbst von dir? Er sprach, ich bin die Stimme eines Kiffers in der Kleinstadt. Ebnet den Weg der Mutter, wie der gute alte Turn gesagt hat. Sie waren von der Leistungsabteilung abgesandt und fragten ihn, warum kiffst du denn, wenn du weder der Turn bist, noch Brösel, noch der Sauger? Michael antwortete ihn, ich kiffe mit Gras. Aber schon steht er mitten unter euch, den ihr verachtet. Er wird vor mir saugen und ich bin es wert, sein Hasch zu testen. Dies geschah in Wohnau jenseits der Grenze, wo Michael kifft. Am nächsten Tag sieht Michael, wie Geronimo zu ihm kommt und spricht. Siehe, das ist der Psychopath des Feuers, der den Irrsinn des Himmels trägt. Der ist's, von dem ich gesagt habe, vor mir saugt jemand, der dümmer ist als ich, denn er hat nach mir gezogen. Hört, der Ofen hat so. Ich kannte ihn und er ist gekommen, mit mir Gras zu rauchen, damit er den Behörden offenbart wird. Und Michael legte dies Zeugnis ab. Ich sah, dass die Pfeife wie ein Klotz vom Tisch herabkam und auf seinem Fuß zerbrach. Ich kannte ihn, aber der mich gesandt hat, um Gras zu rauchen, sagte zu ihr, auf ihn, wo die Pfeife herauskommen. Auf ihn sie zerbrechen siehst du, der ist's, der mit der garstigen Pfeife raucht. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser des Feuers Sohn ist. So, meine Damen und Herren, liebe Freunde, Genossen und Genossinnen, was immer ihr wollt, ist noch eine Zwischenfrage. Ja. Eine Zwischenfrage. Ja, wie kann ich meinen Atem bei sowas Atemberaubendes intakt halten? Sehr beraubend. Ja, dann würde ich Ihnen ein Buch empfehlen. Eine sehr gute Lektüre von Yogi Sri Ranandovan Asubindipal, der neulich noch in diesem Jahr eine Veröffentlichung auf den Markt geworfen hat, die also in der Atemtechnik das Traditionelle mit atemberaubenden neuen Aspekten verbindet und einfach eine grundsätzliche Einführung in Harmonie, Fluxus und Dekadenz der Atmung bietet. Da ist er denn nicht immer noch. Also wir sind ja jetzt schon lange dabei, uns der fernöstlichen Ideologie anzunähern. Wir verkaufen immer noch Buddhas als Aschenbecher. Es ist natürlich ein kleiner Defizit auf unserem westlichen Markt, aber immerhin denke ich schon, dass in den Köpfen vieler Menschen diese Sehnsucht nach dieser doch sehr freien Religionsausübung herrscht. Und ich frage einfach mal,
Glauben Sie persönlich daran, dass diese Religionseinschätzung Erfolg hat oder zumindest einen Einfluss hat auf die doch so manchmal dogmatische Welt der westlichen Ideologie? Nun, auf Dauer wird sich die westliche Welt und somit auch die geistige und geistliche Welt und Öffentlichkeit nicht gewissen Neuerungen und gewissen Erfordernissen verschließen können. Was ich sagen will, dieser Dogmatismus wird sich überleben. Nun gut, eigentlich bin ich jetzt persönlich als Individuum zufriedengestellt. Aber es gibt da natürlich eine Menge mehr Menschen, die vielleicht doch noch die ein oder andere Frage haben. Wir haben sie natürlich jetzt gerade nicht hier, aber ich denke mal, im Namen aller dieser Menschen wäre vielleicht folgende Frage noch angebracht. Denken Sie denn wirklich, dass diese Art zu denken, zu fühlen, zu leben einen gleichwertigen alternativen Standpunkt zur aktuellen wissenschaftlichen Entwicklung darstellen kann? Nun, ich denke, die wissenschaftliche Entwicklung wird, sofern sie nicht absolute materiellen und materialistischen Erfordernissen unterordnet ist oder sein wird, in dieser Form der geistigen Regsamkeit, Formulierung und dieses Gebiet. Im Moment ist der Wissenschaft noch nicht so zugänglich, in dem, was, wenn man Wissenschaft nimmt, was an den Universitäten gelehrt wird. Und als Wissenschaft, ja, die Parapsychologie, die wir hier mal ganz aussondern wollen. Und ich würde sagen, das ist eine Wissenschaft, die kann man nicht unbedingt im Buche lernen. Nun ja, und ich denke, gewisse Tatsachen werden immer nur für kleinere Kreise interessant sein. Ja, die Redezeit ist jetzt leider zu Ende. Wir möchten die Zuschauer an den Radiogeräten noch darauf hinweisen, dass unser heutiger Gesprächsgast eingekleidet wurde vom Buddhistenzentrum West-West Hannover. Und wir sind auch nächste Woche wieder für Sie da. Und auch unser heutiger Studiogast hat sich bereit erklärt, noch ein zweites Mal zu erscheinen, weil doch die Reaktionen, auch E-Mails, sind sehr viel eingetroffen. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, da kann man noch stundenlang drüber diskutieren. Aber heutzutage sind natürlich auch andere Dinge wichtig. Und ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal genauso viel Freude und auch Elan mitbringen, die anstehenden Fragen, die doch sehr viele Menschen bewegen, beantworten zu können und auch einen Eindruck hinterlassen, der wahrscheinlich doch auch viele Menschen beruhigt und auch zum Nachdenken animiert. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich rauche mit Ihnen. Om.